Moin Moin und hallo. Heute Abend machen wir uns was ganz Feines. Das nennt sich Ei im Körbchen. Wir brauchen Toastbrot, Eier und Käse. Das war's schon. Wir schneiden jetzt mit einem Messer Vierecke raus und holen diese raus. Krass, oder? Jetzt nehmen wir uns eine leckere Pfanne, packen da ein bisschen Fett rein. Nehmen eins unserer Toastbrote mit Loch und packen da jetzt, ups, ein Ei rein. Natürlich nicht so, sondern den Inhalt. So sieht das dann aus. Sieht doch schon mal gut aus. Jetzt den Herd an. Volle Pulle, also richtig voll. Und ein bisschen Salz dazu. So, jetzt warten wir, bis das schön rumbrutzelt. So, wenn ihr dann seht, dass die drei Viertel des Eiklars zu Eiweiß geworden ist, dann drehen wir um. Und dann seht ihr schon, dass es ein bisschen angewurzelt ist. Dann kommt unser Käse drauf. Und dann packen wir noch was Gewürz oben drüber. So. Und lassen es nicht lange. Nur noch 15 bis 20 Sekunden drin. Und dann ist es schon fertig. So. Kann man auch drauf drücken, es ist noch ein bisschen weich, das wollen wir ja. Und dann guten Appetit, lasst euch schmecken, abonniert mich, gebt mir ein Like und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.